Maronen fehlen. Und der Glühwein. Wozu bei Bengel? Ja, genau, der Glühwein fehlt. Okay, du kannst immer nach Hause fahren. Ja, wie selbstverständlich passiert ist, denn damals war das anders. Damals wurde es einfach gemacht. 50 Kollegen, angeführt von Helmut Lagmann, den ich ebenfalls herzlich begrüßen möchte hier. 50 Kollegen verließen die Nachtschicht, zogen durch die Rheinwiesen, zogen hierher. Gegen 4 Uhr muss es damals gewesen sein, waren sie hier. Und dann kam peu à peu immer mehr dazu. Frühschicht, Frauen, Schulklassen, der Rest ist Geschichte, Arbeitergeschichte, Rheinhauser Geschichte, Duisburger Geschichte und Ruhrgebietsgeschichte. Und wenn man sich wie ich als damals Elfjähriger im Grunde nur erinnern kann, wie das damals gewesen ist, wenn man auf Erzählungen zurückgreifen muss, dann darf man auch mit ein bisschen Stolz in der Stimme sagen, deutsche Geschichte, denn das war ein Arbeitskampf, der Deutschland bewegt hat und an dem Deutschland insgesamt Anteil genommen hat. Helmut Lagmann hat damals unter den Erinnerungen geschrieben, mein Gott, was für ein Tag. Zu dem Tag, der letztlich zu dem Begriff Brücke der Solidarität führte. Mein Gott, was für ein Tag. Und als gestern der Wintereinbruch über Duisburg kam, als gestern der Schnee fiel, als es gestern zum ersten Mal so richtig kalt wurde und heute Morgen ist ja nochmal ein Ticken kälter geworden, da haben sich natürlich einige auch im Rathaus gefragt, können wir es überhaupt hier machen? Hier im Freien, an der Brücke, in der Kälte. Soll man nicht vielleicht besser in die Rheinhausenhalle umziehen? Aber allen war klar, geht überhaupt nicht. Damals war es kalt, damals haben Arbeiter, damals haben Bürgerinnen und Bürger auch bei Wind und Wetter hier draußen gestanden, ein Zeichen gesetzt. Und da setzen wir uns heute im Jahre 2012 nicht in irgendeine warme Halle, nicht an irgendeinen Ofen, sondern wir stellen uns hier draußen hin. Und ich bin dankbar für die beiden Ölfässer, die heute Morgen hier hergestellt worden sind. Nicht nur, dass sie ein Stück weit Erinnerung auch darstellen, liebe Gabi, sondern sie wärmen sicherlich auch den einen oder anderen. Also danke dafür. Wir frieren heute ein Stück weit gemeinsam, so wie die Kolleginnen und Kollegen damals gemeinsam gefroren haben. Und auch heute spendet uns das Feuer ein bisschen Wärme. Ich komme jetzt nochmal zurück auf meine Frage von gerade. Ist der Arbeitskampf von Rheinhausen tatsächlich ein Fall für die Geschichtsbücher? Einerseits ja. Viele, die damals aktiv waren, die damals gekämpft haben um ihren Job, um ihren Stadtteil, die haben ihren Frieden gemacht mit dem am Ende dann verlorenen Arbeitskampf. Sie haben ihren Frieden aber auch gemacht, weil sie gespürt haben, er ist zwar verloren gegangen, aber er war eben nicht umsonst. Und das ist ja auch eine wichtige Erfahrung, die gemacht wurde, die damals geprägt hat. Der Arbeitskampf ist zu Ende. Er ist dokumentiert in vielen Chroniken, Ausstellungen und eben Geschichtsbüchern. Und das ist gut so, weil wir alle diesen Arbeitskampf auch deshalb nicht und niemals vergessen werden. Im Rathaus ist uns bei der Vorbereitung auf den Tag aufgefallen, dass in einer Chronik, in einem sogenannten Geschichtsbuch, der Arbeitskampf bis jetzt jedenfalls noch fehlt. Erstaunlicherweise, nämlich im Goldenen Buch der Stadt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute das Goldene Buch hier liegen zu haben und gleich im Anschluss an die Reden hier zur Eintragung schreiben zu können. Und ich würde mich freuen, wenn viele, die damals aktiv waren, dann auch gleich sich hier verewigen werden. Eins steht fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Arbeitskampf hat sich tief in die Geschichte der Stadt und in unsere persönliche Geschichte als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt geprägt, eingetragen. Und er hat uns geprägt, genauso wie er das Gesicht unserer Stadt nach innen und nach außen geprägt hat, unser Selbstbewusstsein als Duisburgerinnen und Duisburger geprägt hat. Und es ist, glaube ich, nicht die schlechteste aller Botschaften, die von diesem Arbeitskampf damals ausgegangen ist und die auch heute von Duisburg ausgehen soll. Duisburg ist eine Stadt, die zusammenhält, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn es schlecht läuft. Wir halten zusammen. Wir sind eine Stadt der Solidarität und deswegen ist es eine schöne Geste gewesen damals, dass die Brücke der Solidarität dann auch genauso genannt worden ist.
Ist der Arbeitskampf nur ein Fall für die Geschichtsbücher? Ich glaube nein. Denn der Arbeitskampf von Rheinhausen, der Arbeitskampf von 1987, der lebt fort, nicht nur in den handelnden Personen von damals. Und ich freue mich ausdrücklich, dass viele hier sind. Der Arbeitskampf ist vor allen Dingen auch lebendig in Duisburg, in den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, im politischen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein von heute. Wenn man sich anguckt, was aus Lockport beispielsweise geworden ist. Damals wurde gerufen, Rheinhausen soll leben. Wenn man sich heute Rheinhausen anguckt, dann kann man mit Stolz durchaus sagen, Rheinhausen lebt. Es sind viele Arbeitsplätze im Nachgang entstanden. Viele sind hinzugekommen und Lockport ist längst nicht nur auf Rheinhausen beschränkt. Wir haben erst vor wenigen Tagen erfahren, dass 500 Arbeitsplätze von Audi hier nach Duisburg kommen auf der anderen Rheinseite. Aber das hat eben auch was mit dem Arbeitskampf hier in Rheinhausen zu tun. Das sind ohne Frage gute Botschaften für Rheinhausen und gute Botschaften für unsere Stadt. Aber was mir besonders wichtig ist, ist die Solidarität der Duisburgerinnen und Duisburger auf beiden Seiten des Rheins. Damals wurde ein Signal gesetzt, das eben in die Zukunft reicht und auch heute ganz aktuell ist. Es lautet, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die lassen sich nicht wegdrücken. Harte Arbeit gehörte und gehört zu unserer Stadt. Und wenn Not am Mann ist, dann halten wir Duisburgerinnen und Duisburger zusammen. Und das sollte auch in den heutigen Tagen jeder wissen, der in den Chefetagen sitzt und heute schwierige Entscheidungen zu treffen hat und schwierige Entscheidungen fällen sollte und muss. Das ist in Duisburg immer noch aktuell. Und darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Für mich als relativ junger Oberbürgermeister ist der Arbeitskampf in Rheinhausen damals ein Phänomen gewesen. Ich erinnere mich noch gut daran, ich war damals 11 und für mich war Rheinhausen als Walsumer recht weit weg. Aber mein Vater, der damals auf Thyssen gearbeitet hat und immer noch da arbeitet, der hat mir erklärt, warum er nach Rheinhausen fährt und warum das wichtig ist, dass da viele Menschen hinfahren. Und man kann ja auf diesem Bild hier sehen, damals waren richtig viele Menschen hier und haben tatsächlich zum ersten Mal, möchte ich fast sagen, Rheinhausen mit Duisburg verbunden durch eine Kette von Menschen, durch eine Menschenkette. Die Brücke der Solidarität hat eben auch was mit dem Zusammenwachsen an diesem einen speziellen Tag zu tun. Das war damals was ganz Beeindruckendes für mich und ich glaube für viele Duisburgerinnen und Duisburger, wenn man die nämlich fragt, wo war ihr denn damals, 87? Dann fällt jedem, der damals dabei war, der das damals verfolgt hat, was ein, wo er demonstriert hat, was er damals erlebt hat, was hängen geblieben ist, an die spontane Brückensperrung, an den Stahlaktionstag, an das Rockkonzert oder eben an den Marsch zu Villa Hügel. Ich habe den Eindruck, damals muss ganz Duisburg auf den Beinen gewesen sein und all die Menschen, die das damals organisiert haben, die das damals über Wochen organisiert haben, die haben Stadtgeschichte geschrieben. Und ich möchte Ihnen als Oberbürgermeister allen miteinander meinen Dank und meinen tiefen Respekt dafür ausdrücken und den Dank und den Respekt unserer gemeinsamen Heimatstadt Duisburg. Und ganz besonders will ich dabei erwähnen Manfred Bruckschen, Theo Stegmann, Helmut Lagmann, Jürgen Kitzig, Ingrid Lehnders, Gerda Peto und Sigrid Klär. Ich weiß, dass ich mit Sicherheit jetzt viele vergessen habe. So eine Aufzählung, die kann niemals vollständig sein. Aber mit vielen anderen haben die gerade genannten sich um Duisburg verdient gemacht, um Rheinhausen verdient gemacht und dafür gesorgt, dass wir allen Problemen zum Trotz trotzdem in eine gute Zukunft durchstarten konnten. Und wo ich gerade beim Danken bin, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich den Hüttenwerken Krupp Mannesmann danken und Arbeitsdirektor Peter Gasse, die die Erinnerungstafel gestiftet haben, die wir gerade schon mal einmal für die Fotografen ein bisschen gelüftet haben und die wir gleich gemeinsam enthüllen können. Diese Erinnerungstafel soll daran erinnern, was vor 25 Jahren hier los war. Und ich glaube, sie wird uns alle ein Stück weit mit dieser Brücke und mit diesem Tag verbinden. Bedanken will ich mich bei Dieter Liske, dem Ratsherrn, der gleich für die IG Metall zusprechen wird, der ebenso Zeitzeuge ist wie Jürgen Köhnen, der uns gerade mit seinem Akkordeon begleitet hat und noch begleiten wird. Und dann möchte ich mich bedanken bei zweien, die gleich noch sprechen werden, die ebenfalls Gesichter dieser Zeit von damals sind, Theo Stegmann,
und Altoberbürgermeister und Duisburgs Ehrenbürger Josef Krings. Ich bedanke mich bei euch, lieber Dieter, lieber Jürgen, lieber Theo, lieber Josef, dass ihr hier heute seid. Ich danke auch an alle, die aus Anlass des Jubiläums viele Veranstaltungen organisiert haben. Liebe Ingrid Wenders, auf das Programm, da könnt ihr wirklich stolz sein. Mein Kompliment dafür. Und ich bedanke mich als Oberbürgermeister und Chef der Duisburger Verwaltung, da spreche ich sicherlich auch im Namen vom Bezirksbürgermeister Winfried Böckhorst beim Bezirksamt Rheinhausen, bei Herrn Sanner und bei Herrn Konkol für die Organisation dieser Veranstaltung. Wir halten in Duisburg diesen Tag, diese Brücke der Solidarität, diesen Arbeitskampf in Ehren. Und ich hoffe, dass uns die eigentlich tragende Botschaft dieses Arbeitskampfes, nämlich die Solidarität, auch in schwierigen Zeiten in der Zukunft in Duisburg zusammenrücken lässt. Herzlichen Dank und Glück auf. Liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ehemalige Mitstreiter, ich kann ja eigentlich jeden persönlich begrüßen. Herzlichen Dank, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen unter der Regie der Stadt Duisburg. Herr Oberbürgermeister, lieber Sören, Herr Altoberbürgermeister, lieber Josef Krings, lieber Theo, ich nenne jetzt nicht alle, ganz herzlichen Dank, dass es gelungen ist, in dieser Zeit, 25 Jahre nach Rheinhausen, unter der Schirmherrschaft der Stadt hier zusammenzukommen. Und noch einmal, ganz wichtig daran zurückerinnern, was hier vor 25 Jahren passiert ist. Der heutige Bezirksbürgermeister, lieber Winfried, wird vor 25 Jahren wahrscheinlich auch gedacht haben, was wird aus diesem Stadtteil, was wird aus dieser Stadt, Tausende von Menschen in Unruhe, aber auch schon in den Jahren davor im gesamten Ruhrgebiet, denen drohte, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, ihre ureigenste Existenz und sie und ihre Familien nicht mehr über die Runden kommen werden. Das war die damalige schwere Zeit und das war damals auch die schwere Herausforderung. Arbeit lebt und mit dieser Arbeit auch stark geworden ist, groß geworden ist und diese Arbeit hier auch retten muss, weil sie sonst in Duisburg die Kolleginnen und Kollegen keine Zukunft haben. Die Schließung des Werkes zu verhindern, aber genau zu resümieren, was haben wir erreicht, was ist danach geblieben und wie können wir uns weiterentwickeln. Der Termin heute Morgen, Sören, von uns beiden war die Betriebsversammlung der DVG. Eingeführt. Die Kleinverdiener sind schockiert.
Der Arztbesuch im Vierteljahr ist noch immer nicht umsonst. Nun stehen wir da. Reformen steht ganz oben drauf, so nimmt die Armut ihren Lauf. Der Sozialstaat, der wird platt gemacht, die Armut kommt dann über Nacht. Die Sozis helfen selbst noch mit, die Schwachen kriegen einen Tritt. Das ist uns gar nicht ganz egal, denkt an die nächste Wahl. Jeder soll Steuern zahlen im Land, ob klein, ob groß, ob Fabrikant. Keine Abschreibung zum Nulltarif für Arbeitsplätze. Das ging schief. Jeder soll Steuern zahlen wie wir. Und bei Firmenemigration bleibt die Knete hier. Wir wünschen uns Gerechtigkeit, eine Regierung, die mit Mut bereit Gesetze so mit Geist erfüllen, dass Schwarzgeld unsere Kassen füllen. Aber das gibt nur einen Sinn. Sind auch die Großaktionäre mit drin im Boot? Wir lieben leider die Gemütlichkeit zum Prassen. Das erste Dampfschiff, Ruhrort passiert, und damit hat die Industrialisierung eigentlich angefangen und mit Macht zugeschlagen. Und in dieser Stadt, aufgrund auch ihrer großen Kohlevorkommen hier im Ruhrgebiet, in der Spitze hatten wir ja 14 Zechen hier in der Stadt, ist Kohle und Stahl geboomt, hat sich entwickelt. 1899 ist hier auf dieser Seite, wo heute Lockport steht, das erste Krupp, das Kruppwerk gegründet worden, 1899. Erst hatte man überlegt, es auf der anderen Rheinseite zu bauen, rund um das Wedau-Stadion, erinnern noch die Straßen da dran, Margaretenstraße, Kruppstraße, bis man sich dann hier entschieden hat, das Werk hier nach Rheinhausen zu setzen und diese Ansammlung von kleinen Fischerdörfern, die das damals war, praktisch zur Industriestadt zu machen. Ich mache jetzt einen ganz großen Sprung über zwei Weltkriege. 1950, als der Wiederaufbau anfing, ist diese Brücke neu eingeweiht worden. Was viele nicht wissen, es ist die größte Stahlbogenbrücke Europas. Das ist auch eine Sache, auf die wir sehr stolz sein können. Es ist ja nicht nur eine Brücke, sondern ist auch eine sehr schöne Brücke. 290 Meter Spannweite und damals, glaube ich, vom Krupp Stahlbau gebaut. Also auch eine Brücke, auf die wir stolz sein können, weil es eine ganz besondere Brücke ist. Wieder ein Sprung, 1975, Helmut wird sich auch daran gut erinnern können, ist das neue LD-Stahlwerk hier auf dem Werk aufgebaut worden, eingeweiht worden von Helmut Schmidt, damals Bundeskanzler, mit den Sätzen, die mir immer noch sehr in Erinnerung geblieben sind: die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen, hat er gesagt. Eine Gleichung, die so nicht mehr stimmt. Heute würde man sagen, die Gewinne von heute sind die Finanzspekulationen von morgen und die Finanzkrise von übermorgen. Das würde ich mal nur sagen, aber das war das, was denkende damals, dieses Wiederaufbau, dieses Wachstum, dass es immer so weitergeht, dass man neue Werke hinsetzt, die alle ausgelastet werden. Nur Anfang der 80er Jahre hat dann schon die Stahlkrise eingesetzt, die über Jahre heftigst zu einer heftigen Konkurrenz aller sechs damals privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen führte. Jederzeit Hintergrund waren Kapazitäts... In den Ruhrgebietsstädten schon Arbeitslosigkeiten hatte von über 17%. Das war eine ganz schlimme Zeit und Rheinhausen war sozusagen die Lunte, die der Kromme da an das Pulverfass legt, und das ist dementsprechend auch explodiert und das ganze Ding ist ihm gemächtig um die Ohren geflogen, was mich heute noch freut. Das zweite Wichtige, glaube ich, neben der Kultur, war, dass es so viele Formen der Beteiligungsmöglichkeiten gab. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, glaube ich, heute für die Politik. Es gab das Bürgerkomitee zweimal in der Woche in der Menage mit jeweils 800 bis 1000 Leuten, egal was immer im Fernsehen lief. Über 6 Monate tagte dieses Bürgerkomitee und jeder konnte dort reden, jeder konnte seine Ideen einbringen. Liebe Mitstreiter, liebe Sympathisanten, vierte Rede, letzte Rede. Was ist noch nicht gesagt worden, habe ich oft mich selbst gefragt, wenn der Reinhard Bulit vor mir dran war. Ihr werdet euch daran erinnern. Neuanfang, Stichwort von Theo Stegmann. Neuanfang, wer erinnert sich in Duisburg daran, dass diese Brücke ursprünglich Graf-Spee-Brücke hieß? An den Graf-Spee erinnern wir uns nicht mehr. Brücke der Solidarität, aber von den Stahlarbeitern geprägt worden, und das ist dokumentiert. Neuanfang, ich finde das sehr symbolisch, diese Namensgebung, die nicht in den Chroniken steht. Solidarität ist das Schlüsselwort. Wer war mit wem solidarisch?
Die Frauen mit den Stahlarbeitern, die Frauen sangen im Stahlwerk ihren Text, keiner schiebt uns weg. Und die Stahlarbeiter sangen mit, und der Chor sang mit, unvergesslich. Die Kirchen waren mit uns solidarisch. Fritz Bösgen, der vor mir steht, sagte damals sinngemäß, denen auf dem Hügel geht es nur gut, wenn es denen in der Hütte auch gut geht. Und ich will in Rheinhausen taufen und nicht nur beerdigen. Wunderbar, dieser Zuspruch. Wer war solidarisch? Schulen, Krankenschwestern, Patienten aus dem Bertha-Krankenhaus verlassen. Er übernimmt Verantwortung, er handelt verantwortungsbewusst. Und wer das nicht macht, der muss gehen. Und der hat hier keinen Platz. Was bleibt übrig? Eine selbstbewusste Arbeiterschaft, die einen Hier am Niederrhein, da ist es herrlich und da möchte ich immer sein. Da sind die Menschen nicht so hochnäsig gemein, da ist es friedlich allgemein. Hier lebt es sich ganz nett, ich geb mein Geld gern auf, bloß wenn ich welches hätte. Schau meine Rente an und werde plötzlich rot, die könnte platzen dann vor Wut. Ich stand ein Leben lang am Schmiedeherd, ich hab geschwitzt, geochst, das war's mir wert. Ich hab geplant und gesorgt, hab gespart, nie geborgt, doch meine Arbeit ist nun fort. Leb auf dem alten Teil, sing nun Lieder und halt Maulaffen feil. Zu manchen Unrecht aber sing ich manche Zeil, musikalisch schreib ich im Keil. Find manches ungerecht, für Frauen Arbeit zahlen die Bossen meistens schlecht. Die vielen Minijobs, das ist ein großer Hohn. Wie soll man leben mit wenig Lohn? Zu viele Menschen arbeitslos geworden, viele Berufe, die sind ausgestorben. Doch in der heutigen Zeit ist man wieder bereit und dieses Wissen wird geworben. Ja, warum macht man erst Platz? Es läuft im Leben sowieso nicht alles glatt. Man lässt das Wissen mit in Altersrente gehen. Handwerklich. Oh, wie höre ich das schön nicht zu sehr die Autofahrer ab? Ah, ja, doch. Ich habe keine Signalfarbe. Aber ist gut, dass so alles richtig geschrieben? Alles richtig geschrieben ist die Hauptsache. Ich finde den Text, der da draufsteht, wirklich. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich habe aber leider verkauft jetzt an unserem Konkurrenten. Einmal durch. Bisschen lüften. Ja, mal hochgehen. Ganz hoch? Ja, müssen wir schon lesen können. Stadtentwicklung, Arbeit, Träume und
weil wir eben dann im Ende Februar ein weiteres Konzert spielen im Steinhof in Duisburg und dann eben diese Ergebnisse der Werkstätten einbeziehen. Dort ist es jetzt nicht so ganz so lang und auch genug Platz für neue Dinge, die dann noch entstehen und neue Leute, die zu unserem Ensemble kommen. Ich wünsche ganz viel Spaß.
solche Projekte, weil das natürlich, man muss ein Theater bieten. Wir danken auch dem Kommatheater, das uns immer dran. Hausdienst und Technik und gutem Service und allem. Ja, ihr müsst nicht gehen, wir jammen gerne noch ein bisschen weiter. Es gibt draußen was zu trinken und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen.